So, weggerollt und ab auf den Hauptplatz. Was ist das? Eine Schneekatze? Nun, ich schätze, das ergibt Sinn. Natürlich. Natürlich ergibt es Sinn. Ich muss die Flöte spielen, um ihn zu überzeugen, mir Einzel zu gewähren. Ich werde eine Melodie auf der Flöte spielen, damit er weiß, dass er mir vertrauen kann. Kleines Kätzchen. Bei meiner Rückkehr werde ich Flöte spielen, damit du weißt, dass du mich einlassen kannst. In Liebe, Mama. So einen Zettel würde ich im Übrigen auch immer draußen hinhängen. Einfach zur Sicherheit, ne? Und im Übrigen werde ich ihm Flöte spielen, also praktisch auf seiner Flöte ein bisschen was spielen, praktisch so einen Marsch blasen oder sowas. Das ist ein schickes Schloss. Naja, und sobald man ihm auf seiner Flöte ein bisschen was gespielt hat, da lässt er sich auch rein. Ich kann mich an den Riegel hier nicht erinnern. Zudem steckt er fest. Womit wir wieder bei der Flöte wären. So, was müssen wir hier machen? Es ist nicht ganz unlogisch, dass Katzen Schneekatzen bauen und keine Schneemänner. Doch dafür brauche ich eine Zeichenanleitung, die ich zufälligerweise hier habe. Und vielleicht orange Farbe. Wo ist die andere Farbe? Die Anleitung zeigt zwei. Die Anleitung zeigt überhaupt keine Farbe. So sieht es nämlich aus. Es könnte nämlich auch einfach aus Rot und Gelb gemischt sein. Daran schon mal gedacht. So, hier oben können wir nichts mehr machen. Dann schnappen wir uns die Lupe und nehmen das hier mal unter die Lupe. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist denn hier im Geschenk? Eine Brezel. Die sollte zwar eigentlich beim Bäcker sein, aber who cares? So, einmal eingesetzt, kommt sie nie wieder raus und wir haben die orange Farbe. Wollen wir hier. Wie peinlich. Und natürlich brauchen wir auch noch ein Messer, mit dem wir die Farben dann nicht. Okay, dann nehmen wir halt doch den Pinsel. Ich dachte, wir probieren mal was Neues. Boah, so schön möchte ich auch ausmalen können. Vor allem dann ohne Auswaschen, sofort in die andere Farbe rein und dann einfach, ne, ohne die Farben irgendwie zu vermischen. Das finde ich schon phänomenal, ehrlich gesagt. Werkzeugsatz hat die gerade gezwinkert. Tatsächlich, die zwinkert. Und sie will eine Spielzeugmaus, die fast aussieht wie eine Computermaus, wenn ich mir das so ansehe. Bitte was? Kratzt die sich da am... Also ich glaube, die Bewegung ist ein bisschen ungünstig gewählt, ne? Also... Ich meine ja nur... Oh Mann, was hat denn das für eine Jugendfreigabe hier? Why, that's perfectly helpful. Thanks. The kittens will get their toys after all. If you find Santa Cat, give him a piece of my mind. He says he's too pooped to play toy maker. A fat lot that jolly old elf knows about Christmas duty. Okay. Diese lustige Elf hieß aber im Englischen noch ein bisschen anders, oder? Was erzählt er da über die Weihnachtskater, der sich vor seiner Arbeit drückt? Schauen wir mal, Spielzeugmacherkater. Ach so, okay, das sind nur so Katzenminze. Okay, das sind nur so Sachen, die praktisch zurückerinnern an dieses, an das, was man da machen musste. Spielzeugmacherkater. Der Spielzeugmacherkater denkt offenbar, dass sich der Weihnachtskater vor seiner weihnachtlichen Pflicht drückt. Er behauptet, der Weihnachtskater hätte gesagt, er sei zu müde, um dieses Jahr Spielsachen herzustellen. Entschuldigung. Kann man der Aussage des Spielzeugmachers vertrauen? Ach so. Der Weihnachtsmann hat gesagt, dass er selbst zu müde ist. Ich dachte, der Weihnachtsmann hat dem Spielzeugmacherkater hier gesagt, dass er zu müde ist. Fragezeichen fehlt.
Ach, noch was? Ich werde dich herbeirufen, falls Sherlock Carter und ich später deine Hilfe benötigen. Parktormarke, ich glaube, die ist fürs Parktor. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Tatsächlich, die passt ins Parktor. So ein Zufall aber auch. Okay. Langsam wäre es komisch. Ich sollte den Schlachter lieber interviewen. Er könnte Einblicke für mich haben. Einblicke in tote Tierkörper vielleicht. Das Xylophon war in ein Verbrechen involviert. Da wurde die Melodie drauf gespielt. Dun, dun, dun. Ein Grabstein. Ohne diese Teile wird das nicht funktionieren. Natürlich brauchen wir wieder 4. Wie soll es auch anders sein? Okay, 3 von 4 Vögeln haben wir. Der Schlachter ist hier unten, das heißt, wir schauen uns erstmal alles andere an. Ohne die 3 Siegel lässt sich dies nicht öffnen. Natürlich nicht. Angelrolle und Marke. Die Marken brauchen wir für hier. Oh, ich muss niesen. Aber ich hoffe, ich kann es noch zurückhalten. Ja, ich denke, das geht schon. Dann wollen wir mal den Schlachter interviewen. Also, jetzt noch nicht, jetzt wollen wir ihn noch nicht stören, aber jetzt geht's. Hi, I hear you're looking for Santa Cat. I can tell you what I know, if you do me a favor first. Keep this under your hat, as I can't let my customers know. But you see, I'm a vegetarian. I know, it's odd, me being a butcher and all. But no one will pay you butcher's wages to cut carrots. I'm starving here and my shift won't end for hours. Could you bring me a little cabbage? Natürlich können wir. Als reichte es nicht schon, dass er Vegetarier und eine Katze ist, aber auch noch ein Schlachter? So, mitnehmen können wir, wie es aussieht, nix. Was haben wir denn bekommen? Leim. Was? Hier gibt's auch noch was. Das sieht irgendwie voll echt aus. Der See ist zugefroren. Und schneid ihn auf. Hoppla. Lass mich etwas anderes versuchen. Ja, lass ich. So, mit dem Leim können wir hier mal die Katze hier voll leimen. Natürlich, weil ein Ohr gefehlt hat, konnten wir die nicht mitnehmen, Alter. Das gibt's doch nicht. Schlaf weiter, süßes Kätzchen. Ich brauche nur diese Knöpfe, die ich bestimmt mit einem Messer abtrennen kann. Natürlich. Ich weiß zwar nicht, wofür ich diese Knöpfe brauche, doch ich habe sie einfach mal mitgenommen, weil ich mir dachte, hey, vielleicht brauche ich sie später mal. Ach, wo gehe ich überhaupt hin? Hier. Ach komm, einmal Popo kratzen geht noch, oder? Okay, vielleicht nochmal. Er träumt von... Weißt du, zuerst kratzt er sich am Po und dann hier, er träumt von einer Spielzeugmaus. Alter, bei dem ist irgendwas falsch. Irgendwas ist bei dem echt falsch. So, Wagenheber. Nee, Handbohrer. Handbohrer? Naja, um ehrlich zu sein, wollte ich eigentlich nirgendwo bohren. Höchstens hier das Schloss ein bisschen aufbohren. Aber wir können es auch kaputt angelrollen. Oder kaputt knüpfen. Ach, im Übrigen, das hier ist die Familie von Jim Knopf. Das sind die Knöpfe. Natürlich ist Anknopf da jetzt auch mit dabei, nachdem wir ihn ja aus unserem Inventar raus haben. Die sind jetzt fast alle bei Jim Knopf. Nur noch diese 3 Knöpfe sind halt jetzt noch hier bei uns im Inventar. Die werden aber auch noch zu Jim Knopf dazu stoßen später dann, wenn sie mal aus unserem Inventar raus sind. So, was können wir jetzt machen? Wir haben jetzt einen Handbohrer und Knöpfe. Und keine Ahnung, wie es weitergeht. So, haben wir 4 von 4? Ne, 3 von 4. Okay. Die Becken können wir uns nicht nehmen. Hier drin war hier hinten was. Aber wir brauchen den Schlüssel. Okay. Hier unten, ja, du hältst dich bereit und so weiter und so fort.
Dann muss es ja eigentlich fast hier was sein. So, nee, drei Siegel. Ein Siegel haben wir ja schon. Tatsächlich, es heißt tatsächlich Siegel. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Achso, das Klebeband ist das erste, was wir haben. Das Eis ist zugefroren. Jetzt kannst du bestimmt mit den Streichhölzern auftauen, oder? Nee, ich dachte, boah. Das wäre jetzt echt Horror gewesen, wenn wir es jetzt mit den Streichhölzern auftauen könnten. Er steckt fest. Vielleicht mit dem Messer oder mit den Knöpfen oder... Nee, Angelrolle geht ja nicht. Aufbohren geht ja auch nicht. Hier haben wir nur noch das Ding hier oben, ne? Genau. Jo, hier, du, ja, passt schon. Ach so, gut. Dem können wir also erst am Ende der Ermittlungen wieder was sagen. Was gibt es denn hier noch? Hier fehlt ein Faden. Wir hatten davor irgendwann mal Nadel und Faden, aber ich weiß nicht, ob wir das im Originalspiel hatten oder ob wir das hier jetzt erst als Katze hatten. Kann ich leider nicht sagen. Ja, werde ich wissen lassen und so weiter und so fort. Vielleicht gibt es dann am Schluss eine große Rettungsaktion von allen Katzen zusammen. Ich weiß es ja nicht. So, hier können wir eigentlich nichts bohren, oder? Können wir vielleicht rausangeln? Nee. Achso, ja gut. Vogeljunge, da brauchen wir aber noch eins erst. So, hier im Spielzeugladen. Da müssen wir hier hinten hin. Und dafür brauchen wir den Schlüssel. Genau, ich werde dich wissen lassen. Oder? Ah nee, herbeirufen, Entschuldigung. Ja, Flöte spielen, um ihn zu überzeugen, mir Eintritt zu gewähren. Aha, ja, I see what you did there. Was will ihn noch? Ach, ein Fisch auch noch. Die Maus hat dir nicht gereicht. So ein verfressenes Ding, ganz ehrlich. Und jetzt hast du es gesehen, hat eine Maus. Und jetzt? Was könnte ich jetzt machen, um Aufmerksamkeit zu erregen? Ach komm, ich glaube, ich kratze mich einfach mal am Arsch. Jetzt habe ich doch gesagt. Upsi.